Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ja, im letzten Part haben wir so ziemlich alles von der Zitadelle abgeschlossen. Wieder mal. Irgendwie kommt mir der Satz bekannt vor. Aber egal. Ja, haben wir so ziemlich alles abgeschlossen, was wir abschließen konnten. Und jetzt müssen wir zumindest laut meines Erachtens, müssen wir einfach mit der Story weitermachen. Es macht keinen Sinn, jetzt noch länger rumzusuchen und rumzuirren. Mein Hals, ich hasse ihn manchmal. Wir müssen jetzt einfach weitermachen. Es macht alles keinen Sinn mehr. Also, einmal scannen, die Reaper anlocken. Ach, die kommen ja nicht. Und rein da. Wir gehen rein. Ja, die Diplomatenschiffe von Salarianern, Turianern und Kroganern treiben in großer Entfernung voneinander dahin. Außerhalb der jeweiligen Reichweite ihrer Waffen. Nachrichten der verschiedenen Fraktionen zeigen, dass sie es begrüßen würden, wenn die Normandie zum neutralen Treffpunkt ihrer Diplomaten erklärt würde. Der Umstand, dass sie sich nicht im Vorfeld auf ein Schiff für diese Funktion geeinigt haben, ist kein gutes Omen für die Verhandlungen. Die sind halt komplett retarded. Commander, die salarianische Dalatras und der kroganische Clanführer möchten an Bord kommen. Bringen Sie sie in den Konferenzraum. Jo. Hoffentlich löst das nicht noch einen Krieg aus. Oh, doch. Drei Fronten. Der Kroganer ist nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Der Kroganer hat einen Namen. Erdnord Rex. Und ich bin kein Schrottplatz, Varen, den man loshetzt, wenn man Ärger hat. Ich habe meine eigenen Probleme. Reaper-Kundschafter sind auf Tuchanka gelandet. Warum sollten mich aussterbende Turianer interessieren? Das Ausdehnen der Verhandlung wird Ihnen nichts bringen, Rex. Ich habe keine Zeit dafür. Sagen Sie uns, was Sie wollen. Ich sag Ihnen, was ich brauche. Ein Heilmittel für die Genophage. Auf keinen Fall. Die Genophage steht nicht zur Disposition. Das ist schon... Also, vielleicht erinnert ihr euch, ja. Das ist ja schon das Problem zwischen... Sieht man die Maus? Nein, die sieht man nicht. Schade. Zwischen den Salarianern und den Kroganern. Ich glaube, die beiden waren das. Die Turianer sind ja, ist ja der im Vordergrund, der Ausgeblörte da, weil der so unscharf ist. Salarianer und Turianer hassen sich, weil die Salarianer, die haben gesehen, oh Mist, die Kroganer, die vermehren sich so stark, das müssen wir eindämmen, haben dann eben das Genophage entwickelt, ein Mittel, um die impotent zu machen. Die können sich nicht mehr fortpflanzen. Sprich, die sterben aus. Irgendwann mal. Ja. Und die Kroganer haben deswegen natürlich einen Hass auf die Salarianer. Die Salarianer hingegen sagen, die Kroganer sind fette, dumme Viecher, die sich zu stark vermehrt haben und das einzig Richtige war, das einzudämmen. Ihr seht, das ist ein bisschen... Und das zieht sich seit Teil 1 durch. Und da haben wir Rex kennengelernt. Und er war super deprimiert. Und nur dank meiner Überredens-Skills hat er überlebt. Nice, oder? Ansonsten wird er jetzt wahrscheinlich irgendein anderer Typ stehen, oder? Oder die Kroganer wären schon komplett ausgestorben. Aber auf jeden Fall, sie verdienen halt eigentlich ein Heilmittel. Aber erstmal, welche Sorge haben sie? Warum missfällt Ihnen diese Idee, Dalatras? Mein Volk hat die Kroganer unterstützt. Wir kennen sie am besten. Sie haben uns benutzt, um einen hoffnungslosen Krieg zu führen. Nicht die Salarianer, Turianer oder Ashari haben die Rachni aufgehalten. Kroganisches Blut hat die Wende gebracht. Richtig, und danach waren sie nicht länger nützlich. Nur die Genophage konnte ihre Bedürfnisse unter Kontrolle halten. Dalatras, Sie mögen ihn ablehnen, aber Rex hat recht. Beleidigungen ändern daran nichts. Ich werde mich für die Wahrheit nicht entschuldigen. Wir haben die Kroganer nur unterstützt, damit sie Krieg führen. Mehr können sie nicht, und zwar, weil wir es so wollten. Dann hätte ihr Volk länger darüber nachdenken sollen. War der Aufstand der Kroganer wirklich eine Überraschung? Genau davon rede ich, Commander. Uns an die Kroganer zu wenden, war verzweifelt und vorschnell. Es war derselbe Fehler, den Sie heute machen wollen. Die Heilung der Genophage würde nichts Gutes bringen. Die Kroganer haben für ihre Fehler bezahlt. Die Genophage wirkt nun schon lange genug. 1476 Jahre, um genau zu sein. Ach nee, die Frauen sterben, glaube ich. 1000 Jahre Frieden, oder? Ohne diese Grobiane. Es reicht.
Ob sie ein Heilmittel verdienen oder nicht, ist akademisch. Es würde Jahre dauern, eins herzustellen. Da habe ich andere Informationen. Ein salarianischer Wissenschaftler, Malen, entwickelte ein Gewissen. Er hat bei uns ein Heilmittel an unseren Frauen getestet. Ja, seine Methoden waren barbarisch. Aber Sie wissen nicht, dass einige andere Frauen seine Experimente überlebt haben. Also hat die Dalatras ein Team geschickt, um aufzuräumen und die Frauen zu inhaftieren. Wo haben Sie das her? Das könnte inszeniert sein. Beleidigen Sie mich nicht, das sind meine Leute. Sie sind immun gegen die Genophage und Sie werden sie zurückgeben. Dalatras, ist das wahr? Was würde die Heilung der Genophage meinen Leuten nützen? Wie lange können Sie alleine gegen die Reaper bestehen? Denn wenn Sie nicht helfen, wird es so enden. Und ich bin der letzte freundliche Turianer, den Sie jemals sehen werden. Wie ist Ihre Entscheidung? Die Frauen befinden sich in einer STG-Basis auf Surkesh. Doch ich warne Sie, die Konsequenzen Ihres Handelns werden uns noch jahrhundertelang verfolgen. Das ist nichts verglichen mit dem, was passiert, wenn die Reaper siegen. Los, holen wir die Frauen. Sie setzen keinen Fuß auf Surkesh, das erfordert Zeit. Jetzt sofort! Shepard wird den Austausch als Ratspekter beaufsichtigen. Aufbruch! Ja, da habe ich es ihr gegeben. Oder ihm. Oder. Ich werde das nicht vergessen, Commander. Tyrannen haben in der Not nur wenige Freunde. Ach, halt die Schnauze. Die hat doch nur zu meckern. Es ist eine Frau, 100 pro. Es ist eine Frau. Immer am Meckern. So, wen nehme ich denn mit? Liara ist halt super mit ihren biotischen Sachen. Also Liara. Warte mal, aussehen. Hat die eine coole Rüstung? Naja, geht so. Den nehmen wir mit. Und den Javik abbrechen. Ja, nehmen wir auch mit. Wir nehmen mal den Javik mit. Was kann der denn? Dunkler Kanal, Antigravitation, ziehen, schmettern, alte Rachsucht. Ja, nice. Klingt doch gut. Nehmen wir mit. Oh. Puh, okay. Katana war nicht so geil. Nee, war auch nicht so geil. Die Crusader. Ich hab's halt vergessen, Paul. Es tut mir so leid. Ich hab's vergessen. Ich behalte erstmal das hier. Was haben wir hier? Da haben wir, achso, nee. Das bringt eh nur Gewicht. Okay. Passt, würde ich sagen. Und er, Pistolen. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Bestätigen wir. Helmchen. Wir haben noch 10 Punkte. Das heißt, wir können theoretisch den letzten Punkt hier in die Angriffsmeisterschaft machen. Ich glaube, wenn dann hier Upgrade 6 unten. Und wir müssen auch noch die Brandmunition machen. Ist auf jeden Fall super geil. Ziehen nicht unbedingt. Nova war auch gut. Oder? Da ist jetzt halt die Frage. Ich glaube, ich gehe da auf Schaden.
Und hier dann auf die Hälfte. Ich glaube, so war das. Und hier dann... Da muss ich dann nochmal gucken, wenn ich genug Punkte habe. Perfekt. Let's go. Ab auf Surkash. Puh. Ich bin mal gespannt, was mich hier jetzt erwarten wird. Wir sind unterwegs zur Heimatwelt der Salarianer. Man ist hier keine Kroganer gewöhnt, also machen wir es kurz. Wir landen, holen die Frauen und hauen ab, bevor sich jemand anders überlegt. Ich glaube denen immer noch kein Wort. Lassen Sie uns diplomatisch sein, Rex. Sie bekommen schon, was Sie wollen. Diese Frauen sind die beste und wahrscheinlich letzte Chance für mein Volk. Wir bringen sie zurück, Rex. Keine Sorge. Ich weiß das zu schätzen, Liara. Es gibt niemanden, den ich bei dieser Sache lieber dabei hätte. Rechnen Sie mit Problemen? Wer ist das? Ein Poteaner. Manchmal frage ich mich, ob die Normandie ein Kriegsschiff ist oder eine Freakshow. Aber wenn er eine Waffe halten kann... Commander, die Sensoren haben die salarianische Basis erfasst. Gehen wir runter. Wer ist das? Das sieht ja aus wie so ein alter Tempel. Das ist aber nicht Demo-Level, oder? Commander, die salarianische Bodenkontrolle meint, wir hätten keine Landeerlaubnis. Die Dalatras hat das persönlich autorisiert. Ich wusste, dass sie ihr Wort nicht halten würden. Die soll mal einen kroganischen Abwurf verhindern. Das ist das Demo-Level. Rex! Wir haben eine nicht genehmigte Landung. Und wer hat Ihnen genehmigt, meine Spezies als Geisel zu halten? Halt! Aufhören! Nicht schießen! Commander Shepard, bremsen Sie Ihren Kollegen. Wir haben gerade eben erst von diesem Transfer erfahren. Ich möchte keinen diplomatischen Zwischenfall. Genau. Sie haben nur was für Rex wertvoll ist. So wertvoll, dass ich dafür sterben würde. Wir können die Sache klären, aber ich muss darauf bestehen, dass er unter Bewachung bleibt. Ich krieg das schon hin, Rex. Wenn es nicht klappt, sind alle Abmachungen gestorben. Ja, Rex erstmal beruhigen, ey. Er schupft noch ein paar rum. Das stimmt ja. Schon, Commander. Jeder denkt nur an den Krieg. Und unsere Leute sind extrem nervös. Oha. Was ist das denn? Vorsicht! Achten Sie auf den Eindämmungsschild! In meinem Zyklus waren Sie viel kleiner. Wie Sie sehen, gibt es in dieser Basis heikle Informationen. Auch das Studium verschwundener Kroganerinnen? Den Frauen ging es gar nicht gut, als wir sie auf T'Chanka gefunden haben. Sie wurden hergebracht, um sie zu stabilisieren. Dieser ganze Planet stinkt. Rex. Ich würde sie gern sehen. Oh Mann. Ich muss Ihnen nur eine Freigabe für die unteren Ebenen besorgen. Geben Sie mir kurz Zeit, wir treffen uns dann beim Fahrstuhl. Okay. Puh, das ging ja gerade nochmal gut. Aber ist das hier nicht, ich habe hier keine Karte. Ist das hier nicht Demo-Level? Bitte nicht anfassen. Wie gesagt, Commander, nicht anfassen. Ich muss Sie nochmals bitten, nichts anzufassen. Heißt nicht anfassen in Ihrer Sprache möglicherweise etwas anderes? Ich würde diese Sache ungern der für Sie zuständigen Botschaft melden müssen. Dann fassen Sie ihn halt an. Aber was er macht, werden Sie nie herausfinden. Werden Menschen wirklich so wenig stimuliert, dass sie ständig alles anfassen müssen? Ich fürchte, wenn Sie nochmal hinfassen, riskieren Sie einen diplomatischen Zwischenfall. Weitere Manipulationen dieses Objektes rechtfertigen fortgesetzte Ermahnungen. Es reicht. Behalten Sie Ihre Finger bei sich. Nochmal, die Salarianische Union bittet Sie förmlich darum, das Berühren einzustellen. Na schön, wenn Sie dieses Objekt so sehr fasziniert, würde ich vorschlagen, Sie besorgen sich einen eigenen Code-Analysator. Das haben wir doch alles schon durchgekaut. Es reicht. Schade. Er hat keinen Bock mehr. Okay. Aber ich habe meinen Willen durchgesetzt. So. Was Sie auch davon halten, unsere Befehle sind klar. Reibungslose Übergabe der kroganischen Häftlinge. Wer hat diesen Befehl erteilt? Unsere Vorgesetzten. Das ist alles, was zählt. Aber Sie werden die Genophage heilen. Alle Mühen, die Kroganer aufzuhalten, waren dann vergebens.
Wenn ich Ihre Meinung hören will, werde ich Sie befördern. Bis dahin tun Sie Ihre Pflicht und halten den Mund. Tja, die sind nicht sehr begeistert davon. Das ist ein abgesperrter Bereich. Bleiben Sie bitte zurück. Ach, da haben sie nicht weiter das Level gebaut. So einfach ist es. Abgesperrter Bereich. Die Verteidigung meldet ein nicht identifiziertes Flugobjekt in der Nähe unserer Annäherungsvektoren. Von hier, Shepard. Mir gefällt das nicht. Ich sollte derjenige sein, der reingeht. Wie wäre es, wenn Sie hier bleiben und wir nur einen Krieg auf einmal austragen? Das war doch nur ein bisschen kroganische heiße Luft. Im Ernstfall wären Sie jetzt tot. Leere Drohungen sind sinnlos. Wenn der Krieg vorbei ist, könnten Sie auf Tuchanka leben. Sie würden dazu passen. War schön, mal wieder mit Ihnen zu reden, Rex. Noch schöner wird's, wenn wir Salarianer zum Mittagessen kriegen. Oh Mann. Der Rex. Ein Codeknacker vom Geheimdienst hat erzählt, dass die Turianer nicht mehr lange durchhalten. Die Reaper haben sie bis... Schicken Sie der Dalatras die Bestätigung, dass der Austausch durchgeführt wird. Ich laufe einfach runter, würde ich sagen. Ohne mit dem Typen nochmal zu reden. Hier ist Forschungsleiter Wicks. Ich gewähre Besuchern Zugang zur unteren Ebene. Nehmen Sie jetzt den Fahrstuhl nach unten. Dort wird Sie jemand... Alarm! Bedrohungsstufe 2. Bereitschaftsteams aufteilen. Was ist hier los? Das sieht nicht gut aus. Sensoren zeigen Aktivität auf dem Gelände. Rasch, Commander. Jemand wird Sie unten erwarten. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das Basispersonal bleibt bis auf weiteres auf Posten. Alle Exemplare korrekt erfasst, Sir. Shepard, ausgezeichnetes Timing. Schön, dass Sie da sind. Mordin! Sehkraft nach wie vor einwandfrei. Überraschung verständlich. Hat er nicht damit gerechnet, wieder zu arbeiten. Er redet komisch. Proteaner, großartig. Wieder bei der STG? Sonderberater. Wer könnte das sonst sein? Jemand anders hätte alles falsch gemacht. Habe Kroganerinnen geholfen. Dem Erdnot-Clan Informationen übermittelt. Politischen Druck zwecks Befreiung der Frauen gemacht. Dann sind Sie Rex Insiderquelle. Ja. Erkläre alles später. Sicherheitswarnungen. Nicht normal. Müssen zum Schutz der Kroganerinnen Planeten verlassen. Immunsystem der Frauen geschwächt. Nebenwirkung von Malens Heilmittel. Haben nicht überlebt. Sie haben sicher Ihr Bestes getan, Mordin. Kam zu spät. Jetzt keine Verzögerung mehr. Eine Überlebende, immun gegen Genophage, kann Heilmittel aus ihrem Gewebe synthetisieren. Sie ist noch hier? Ja, letzte Hoffnung für Heilmittel. Falls sie stirbt, Genophage Heilmittel. Problematisch. Bitte vorsichtig sein. Organa sind sehr misstrauisch. Ich bin Commander Shepard von der Allianz Navy. Sind Sie hier, um mich zu töten? Das hätte keinen taktischen Nutzen. Erdnot Rex und ich sind hier, um Sie nach Hause zu bringen. Weshalb? Was bin ich für Sie? Sie sind die Zukunft der kroganischen Spezies und dafür kämpfe ich. Dann haben Sie hoffentlich eine Armee dabei. Alarm! Nicht identifizierte Schiffe in unserem Luftraum. Aktueller Statusbericht. Kommunikation nach draußen unmöglich. Wir sind abgeschnitten. Alle Daten sofort extern sichern. Was ist los? Wir haben mehrere Schiffe im Anflug. Shepard, hier Rex. Cerberus-Truppen greifen die Basis an. Holen Sie sofort die Frauen da raus! Es hat nur eine überlebt, Rex. Hier unten ist es vielleicht sicherer. Was? Damit die Salarianer sie umbringen können, genau wie die anderen? Kein Deal. Wenn Sie das Bündnis wollen, schaffen Sie sie da raus. Lassen Sie die Frau frei. Wir gehen. Das geht nicht. Während einer Abregelung darf laut Protokoll kein Exemplar... Einspruch. Vermerkt. Jetzt bitte Freilassung der Kroganerin.
Muss Tank überwachen, während der Quarantäneprozess durchläuft. Treffen beim nächsten Kontrollpunkt, Shepard. Cerberus ist wahrscheinlich gegen genophage Heilmittel. Sie sehen T'Chanka wieder. Versprochen. Zum Fahrstuhl, Shepard. Okay, aber das machen wir dann erst im nächsten Part, denn ich glaube, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Ja. Sehr, sehr spannend jetzt. Wir versuchen jetzt, die letzte Kroganerin hier raus zu buxieren. Und, ja, ich hoffe, wir schaffen das gegen die Cerberus-Truppen. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin. Ciao, Leute!